Im Planitzer Schlosspark geht nämlich die Sanierung des historischen Teehauses allmählich ihrem Ende entgegen. Von außen strahlt das Bauwerk aus dem Jahre 1789 bereits in altem Rokoko-Glanz. Im Oktober sollen die Arbeiten im Inneren beendet sein. Dann kann im grünen Klassenzimmer des Clara-Wieck-Gymnasiums übrigens auch wieder Tee getrunken werden. Es war ein ehrgeiziges Unterfangen, was sich die Stadt mit der Sanierung des Planitzer Teehauses auf die Fahne geschrieben hat. Vom einstigen alten Glanz war nach jahrelangem Leerstand und zunehmendem Vandalismus nicht mehr viel übrig. Mittlerweile hat das 1789 im chinesischen Baustil errichtete Lustschlösschen seine ursprüngliche Schönheit zurückbekommen. Im Inneren stehen die Arbeiten ebenfalls kurz vor dem Abschluss. Im Rahmen der Sanierung war also wirklich die Gesamtsanierung dieses Kleinodes geplant, was uns auch gelungen ist. Wir liegen gut im Zeitplan, wir sind ca. 1 bis 2 Wochen drüber, hat aber eigentlich den Grund, dass hier also viele Teile erneuert wurden, dass auch spezielle Lösungen gefunden werden mussten, weil das handwerkliche, also Feinarbeit ist an dieser Stelle. Wir stehen kurz vorm Abschluss dieser Maßnahme. Das Gebäude ist dann saniert, so wie es der Plan war, wie es auch beschlossen war. Es werden anschließend durch das Garten- und Friedhofsamt noch im Außenbereich abschließende Maßnahmen durchgeführt. Der Kostenrahmen lag bei 350.000 Euro, wobei 2/3 Förderungen waren. Die Stadt bezahlt 1/3 und dieses Geld hat gereicht. Na, ist ja auch eine ganze Menge, aber man muss dazu sagen, wenn man sich das dann auch mal im Detail anguckt, es ist eine sehr aufwendige Arbeit gewesen. Das kann der verantwortliche Bauleiter nur bestätigen. Die Sanierung des Teehauses sei eine echte Herausforderung für die beteiligten Handwerksfirmen gewesen. Alle hätten ihre Aufgaben jedoch mit Bravour gemeistert und großes Einfühlungsvermögen bewiesen. Also das besonders Schwierige war der Spagat, zum einen so viel als möglich denkmalpflegerisch zu bewahren und zu erhalten. Und zum anderen aber eben das Gebäude auch wieder einer neuen Nutzung zuzuführen, also die Konstruktionen so auszuführen, dass sie eben auch baulich von Bestand sind, dass sie auch funktionieren dauerhaft und dass sie auch den neuen Nutzungsanforderungen, nämlich als Klassenzimmer im Grünen fürs Clara-Wieck-Gymnasium, gerecht werden. Wie das künftige Klassenzimmer im Grünen einmal von innen aussieht, kann man bereits erkennen. Der Fußboden wurde mit Kalkstein belegt und mit einer elektrischen Heizung ausgestattet. In einem Wandschrank befinden sich Wasser- und Elektroanschlüsse zum Tee- und Kaffeekochen. Wasser-, Abwasser- und Elektroanschlüsse waren im Teehaus bis dato nicht vorhanden. Was man mittlerweile nur noch erahnen kann, sind die Eingriffe, die nötig waren, um das Gebäude in seiner Statik zu sichern. Es gab Baukonstruktionen, die einfach so nicht mehr von Bestand waren, die so marode waren, dass sie kurz vorm Zusammenbruch standen. Insbesondere der ganze Vorbereich des sogenannten Portikus, also dieser Freitreppenanlage, dieser beidseitigen mit der Überdachung. Dort mussten wir entgegen den ursächlichen Annahmen ziemlich tief reingreifen und Konstruktionen ersetzen. Man sieht es auch an den Sandsteinen, der sich jetzt hier präsentiert. Die neuen Teile aus Postauer Sandstein, natürlich in einem sehr schönen Glanz, wo wir uns darüber freuen. Alles, was alt war und erhaltenswert und noch erhaltensmöglich, ist im Umkehrschluss belassen worden. Man sieht es an den Füßen der Säulen, an bestimmten Kapitellbereichen etc. Ein weiteres Problem war die Abführung des Regenwassers. Im Bereich des Daches übernehmen sogenannte Schwanenhälse die Entwässerung. Eine Lösung war in dem Zusammenhang auch für den Portikus gefragt. Man wollte es nicht mehr so, dass das, wie es in der Vergangenheit war, von oben nach unten durchdringt, dann Putze sich ablösen, nach kurzer Zeit wieder abfallen. Und das bedurfte alles einer tiefgreifenden Detailplanung, die doch sehr überlegt sein musste. Und natürlich dann der sehr detaillierten und gewissenhaften bautechnischen Umsetzung, wo die Handwerksbetriebe sehr gefordert waren. Diese handwerkliche Meisterschaft kann man ebenso an der geschwungenen Abdeckung der Treppenwange erkennen. Der Handlauf wird in den kommenden Tagen angebracht, ebenso die Fensterläden. Um das Teehaus vor Vandalismus zu bewahren, bekam der reliefartige Fassadenputz zusätzlichen Graffiti-Schutz. Außerdem wurde eine Einbruchmeldeanlage installiert. Eine ganze Menge, was in den letzten 8 Monaten im und am Planitzer Teehaus passiert ist. Mit dem Gesamtergebnis ist das Büro für Denkmalpflege sehr zufrieden. Also wir können wirklich sagen, dass sich hier alle Beteiligten ganz große Mühe gegeben haben, dieses Kleinod hier im Park wieder auferstehen zu lassen.
Es mussten hier doch einige Kompromisse gemacht werden. Ich denke, das ist aber auch alles gut gelungen. Die Zusammenarbeit war einfach super jetzt zwischen Bauherren, zwischen den Beteiligten, den Denkmalbehörden. Und wir haben einen Großteil erhalten können, aber wir mussten natürlich auch Dinge erneuern, also Bauteile erneuern, um einfach die Nutzung zu garantieren. Und ich hoffe, dass das auch von der Bevölkerung, von den Planitzern, von den Schülern gewürdigt wird und dass dieses Teehaus hier recht lange in dieser Pracht und Schönheit hier wieder erstrahlt. Es sind also alle Voraussetzungen geschaffen, dass in die bedeutende Parkarchitektur wieder Leben einzieht. Als grünes Klassenzimmer des Klahavik-Gymnasiums soll das Teehaus ab Oktober für Fächer wie Kunst, darstellendes Spiel und Musik genutzt werden. Im Sommer können hier auch Feierlichkeiten von Vereinen oder Privatpersonen stattfinden.